Ich habe hier noch ein Glas eingekochte Kirschen und habe noch ein halbes Glas Wasser mit reingegeben, da die wirklich sehr süß waren. Etwas Saft abnehmen und mit Speisestärke verrühren. Und dann lassen wir die Kirschen schön kochen, heiß werden und danach geben wir die Speisestärke rein, rühren das um und lassen das Ganze nochmal 10 bis 15 oder 5 Minuten köcheln. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen so ein paar Brioche gebacken und habe dann noch so 4, 5 übrig gehabt und habe gedacht, so jetzt ein schönes Tiramisu-Dessert mit Kirschen. Da habe ich richtig Lust drauf, ja. Und hatte noch etwas Kirschlikör, was ich auch gemacht habe. Ist auch schon länger her. Verdünnt mit etwas Wasser. Und dann 2 Becher Sahne geschlagen, mit ein bisschen Vanillinzucker dazugegeben. Das Ganze, ich wollte es auch nicht ganz, ganz süß machen. Nehme dann 250 Gramm Mascarpone. Ihr könnt auch etwas mehr Mascarpone nehmen, dann habt ihr ein bisschen mehr Creme. Sahne zu der Mascarpone geben und alles wirklich gut verrühren. Etwas Vanillepaste mit reingeben und noch, ja, ich würde sagen, noch 2, 3 Teelöffelchen Zucker. Macht es nicht zu süß. Also bei mir waren die Amarena-Kirschen so süß gewesen, deswegen habe ich da bei der Creme jetzt nicht so viel Zucker reingemacht, ja. Ja, das war's eigentlich schon. Also wie gesagt, ihr braucht die Creme, geht schnell zu machen und das ist wirklich ein super schnelles Dessert. Und dann vielleicht ein Brioche noch so ein bisschen zerkrümeln. Das wollte ich dann obendrauf als Abschluss geben. Ja, und dann eine Glasschüssel schön die untere Lage gut voll machen und mit Kirschsaft betäubeln, ja. Also, ich hätte da ein bisschen mehr Saft draufgeben können. Also, wenn ihr das macht, nehmt ruhig ein bisschen mehr Saft, damit das wirklich schön saftig ist, ne? Also das nächste Mal würde ich wirklich mehr geben. Ja, die Kirschen dann als nächstes obendrauf. Ich kann euch sagen, also ihr werdet euch wirklich die Finger ablecken. Das schmeckt wirklich super, super toll. Und dann die Creme drauf und somit machen wir die Lagen weiter. Im Wechsel immer die Brioche, dann Likör und die Kirschen und wieder unsere Creme. Wenn ihr Lust habt, diesen Amarena Tiramisu zu machen, dann würde ich euch raten, es einen Tag vorher vorzubereiten, da es wirklich viel, viel besser schmeckt. Es zieht durch und es ist saftiger, auf jeden Fall. Also das ist das nur mal als Tipp. Ja, und ihr könnt auch wirklich ein Glas mit Kirschen nehmen, was 500 Gramm hat. Bei mir, ich hatte jetzt nur dieses kleine Glas Kirschen, war auch trotzdem super, super lecker. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, dass mein Rezept euch gefallen hat.